Endlich haben wir ein Datum, 17. Juni. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem Moonie-Maus-Special. Ja, es ist jetzt eine unübliche Zeit, dass ich ein Video hochlade, aber zur Feier des Tages, wer hat's heute noch nicht gehört, das Disneyland Paris eröffnet am 17. Juni. Wir haben endlich ein Datum und in diesem Video möchte ich euch einen kleinen Einblick geben, was jetzt bekannt gegeben wurde, was genau eröffnet wurde, was ihr erwarten könnt bei Eröffnung. Und auch das Marvel Hotel eröffnet am 21. Juni, dazu später mehr. Ich werde euch auch zwischendrin immer Videos einblenden, da und Bilder. Danke da an Disneyland Paris und Inside Ears fürs zur Verfügung stellen der Bilder und Videos. Und ich bin ganz aufgeregt. Ich kann aber euch noch leider nicht versprechen, ob ich genau am 17. Da bin. Also wenn es klappt, bin ich am 17. und 18. da. Es steht aber noch nicht komplett fest, da wir eigentlich Griechenland gebucht haben. Aber mal sehen, vielleicht können wir Griechenland 3 Tage nach hinten schieben und dann bin ich vor Ort für euch und kann euch mit in die Magie nehmen und euch alles auch von dort berichten. Aber jetzt erstmal zu den Infos. Bevor wir zu den Fakten kommen, möchte ich euch erstmal ein Video zeigen, was von Disneyland und Inside Ears zur Verfügung gestellt wurde. Wie gesagt, danke nochmal. Es macht mich ganz emotional. Ja, was soll ich sagen, wenn ich die Bilder aus dem Disneyland sehe? Ich vermisse es sehr. Ich war ja das letzte Mal im August da für einen Tag und davor die eine Woche im Juli. Ihr habt es ja in den Vlogs gesehen und seitdem nicht mehr. Und ich vermisse es wirklich ganz, ganz doll. Es steht auch so auf meinem T-Shirt, Please return to Disneyland, ganz nach dem Motto. Ja, kommen wir zu den Fakten. Ich habe einige Notizen hier, deswegen muss ich immer ein bisschen runterspicken. Aber ich hoffe, ich vergesse nichts und wenn ihr seht zwischendurch Bilder oder Videoausschnitte, die ich für euch mit reinschneide, auch zur Verfügung gestellt vom Inside Ears Team, damit es ein bisschen interaktiver wird und ihr mich nicht nur labern seht und hört. Ja, einmal, welche Hotels öffnen am 17. Juni? Also erstmal das Disneyland und die Walt Disney Studios öffnen am 17. Juni, aber auch das Newport Bay Club Hotel und das Village Nature, also was mit kooperiert mit Center Parks. Also es gehört ja zur Hälfte Center Parks, zur Hälfte Disneyland. Die zwei eröffnen direkt am 17. Juni. Und auch das Disney Village ist am 17. Juni für euch geöffnet. Ja, ganz so viel zu letztem Jahr wird sich nicht ändern. Man wird immer noch die Charaktere von einem Fotopoint fotografieren können oder halt Selfie machen. Das heißt, man kann sie immer noch nicht knuddeln, neben den stehen etc. Man wird immer noch diese Selfie-Spots haben, wo man entweder ein Bild von sich selbst macht oder wenn man mit jemandem unterwegs ist, dass jemand anderes das Foto macht aus eurer Gruppe. Die Cast-Member werden die Telefone nicht in die Hand nehmen. Es wird aber auch einige Fotopass Points wiedergeben, so wie letztes Jahr. Da bin ich auch sehr gespannt, was sie sich dieses Jahr alles einfallen lassen. Natürlich bleiben auch die bekannten Attraktionen. Es kommen aber gleich auch noch zu einer Neueröffnung. Zurzeit wird es keine Shows oder Paraden geben. Das ist noch nicht sozusagen veröffentlicht worden, dass es da in die Richtung gehen wird. Aber es wird mehr Selfie-Spots geben als letztes Jahr zum Beispiel. Und auch, wie heißt es übersetzt, Überraschungs-Meet-and-Greets. Also es wird Fotopoints geben, die ihr in der Tagesagenda in der Übersicht sieht, wann welcher Charakter draußen ist. Es wird aber auch sehr, sehr viele Überraschungs
Charaktere geben, die nicht vorher irgendwo veröffentlicht wurden. Also ihr müsst die Augen aufhalten und die Ohren. Ne? Da vielleicht dreht ihr euch um und da hinten steht irgendwie Snow White oder so. Ne? Zur neuen Attraktion in den Walt Disney Studios, Cars Road Trip. Ja, die Route 66 wurde neu thematisiert mit dem Cars-Thema, also Pixar Cars. Und so viel möchte ich gar nicht sagen. Ich zeige euch gleich einen kleinen Clip. Da könnt ihr einen super Einblick bekommen, wie die Attraktion jetzt aussieht. Wenn ich vor Ort bin, werde ich natürlich auch mit der Attraktion fahren und meine Meinung zu der Attraktion abgeben. Ich bin sehr gespannt und jetzt der Clip. Ja, es wird auch einige neue Fotospots geben. Wie gesagt, diese zufälligen wird es geben. Aber es wird auch feste neue geben. Und zwar einmal Star Wars Legends. Da könnt ihr Star Wars Charaktere auch von diesen Selfie Points treffen und fotografieren. Dann wird es den neuen Cheshire Cat Express Train geben. Das ist ja die Grinsekatze, der Zug. Ich blende euch hier auch ein Bild ein, wie er aussieht. Und auf dem werdet ihr Alice in Wonderland-Figuren sehen, Mickey und Minnie natürlich mit ihrer Gang. Und dann wird es die bekannten Fotospots geben, die es letztes Jahr gab in den Walt Disney Studios. Und zwar die Marvel Superheroes und Kingdom of Arendelle Enchanted Moments. Das hattet ihr in meinen Vlogs letztes Jahr schon gesehen und das bleibt auch dieses Jahr. Eben schon erwähnt, das Newport Bay Club Hotel und Village Nature haben ab 17. Juni geöffnet. Dann ab 1. Juli hat auch das Cheyenne dann geöffnet. Alles unter Vorbehalt, also zurzeit sind es die Daten. Und die David Crockett Ranch öffnet am 13. Juli. Die Sequoia Lodge und auch das Santa Fe bleiben vorübergehend geschlossen. Und das Disneyland Hotel bleibt auch geschlossen, weil es zurzeit schon in der Renovierungsphase ist. Und jetzt kommen wir zum Highlight wahrscheinlich, dem neuen New York Marvel Hotel. Und jetzt möchte ich euch erstmal noch einen Clip dazu zeigen. My name is Pilar Hamill, and I'm the general manager of Disney's Hotel New York, The Art of Marvel. As you can see, today I'm wearing construction equipment. We are still doing a lot of different things in the hallways, in the rooms, in the public areas, in the restaurants, but I couldn't wait to show you. So I wanted to invite you in, even though we're still under construction, to give you a sneak peek of what's going on. I'm very excited to introduce you to Tom Mueller. He works for WDI Paris, and he will share with you some wonderful secrets about the design and some of the behind the scenes. Disney's Hotel New York, The Art of Marvel, everything's in a title. We actually did such a clever mix, really a fusion of all the codes that are related to New York and all the codes that are related to the Marvel universe, and just tried to combine everything in order to create the best experience ever for the guests. There is such a great array of artwork on display in the bedrooms. There is in total 471 superior rooms in the hotel, and all the bedrooms and suites included, 561 rooms in total. And for all those rooms, we actually produced, printed, and framed over 1,400 pieces of art that are actually hanged on the walls. The downtown restaurant is the place in the hotel where you should find the most artwork per square meter. From the most obvious characters like Spider-Man, Iron Man, Black Panther, Black Widow, there are also some fan favorites like Elektra, She-Hulk, Miss Marvel, The Punisher, Groot, and so on. And we really have some pieces by iconic Marvel artists like Jack Kirby, Steve Ditko, and more recent ones like Scott Young.
And now you are in for a treat. Welcome to Manhattan Restaurant, which is a very elegant and contemporary restaurant that is the best place to relax, recharge, and enjoy the best Italian dishes around after a super day at Disneyland Paris. The central piece of this restaurant is a stunning lead sculpture, and it is actually made of 255 elements, and they've all been individually made out of hand-blown crystal. You can either see an upside-down skyline of Manhattan or even Asgard, which is the home planet of Thor. Merci Thomas, je prends le relais et je vous emmène avec moi à la Superhero Station. Je m'appelle Julia Zanny Whiting et je suis productrice déléguée à Disneyland Paris. La Superhero Station, c'est un lieu totalement unique et inédit dans tous les resorts Disney. C'est un lieu où on va pouvoir présenter à nos visiteurs deux types d'expériences complètement nouvelles. La première, ce sont les Marvel Photo Stations, qui sont des points photos totalement immersifs avec des décors en trompe-l'œil. Nos guests vont pouvoir se prendre en photo dans différents univers Marvel. On a 8 photo stations dans cette salle qui sont des visuels hyper instagrammables et qu'on a vraiment hâte de vous faire découvrir. La première des photo stations, elle est inspirée de l'univers des Gardiens de la Galaxie. On va vous emmener avec nous dans la collection du collectionneur et vous allez pouvoir faire comme si vous étiez une créature précieuse de l'hyperespace dans la vitrine du collectionneur. Dans la photo station de Thor, vous allez trouver le marteau de ce super-héros. Ce sera à votre tour de tester si vous êtes digne de pouvoir le soulever. Nous vous emmenons ensuite en plein cœur de la bataille de Endgame. Vous allez passer à travers un portail de Doctor Strange pour venir prêter main forte aux Avengers contre Thanos. La deuxième expérience, c'est que nos visiteurs vont avoir la chance de pouvoir rencontrer un super-héros Marvel. Et on est très heureux d'accueillir ici Spider-Man. Hey Spider-Man, c'est trop cool que tu sois là. On peut prendre une photo? Trop bien, merci! Also sieht das nicht wahnsinnig cool aus, dieses Hotel. Ich bin jetzt nicht der größte Marvel-Fan, aber wenn ich es mir irgendwann mal leisten kann, werde ich bestimmt die ein oder andere Nacht dort übernachten. Man hat ja schon einmal so Preise gesehen, wo die erste Booking-Phase eröffnet hat. Da waren die Preise ja, finde ich, exorbitant hoch. Also ich warte noch ein bisschen ab. Vielleicht bekomme ich irgendwann ein gutes Angebot. Dann übernachte ich da eine Nacht und nehme euch natürlich auch mit in diesem tollen, wahnsinnigen Hotel. Also ich bin begeistert, was sie da für Artworks reingebracht haben. Ja, buchbar ab 18. Mai, also ab morgen. Und ja, öffnet am 21. Juni. Ich bin sehr gespannt auf erste Bilder von euch, wenn ihr da seid, auf Instagram von anderen Bloggern und Vloggern. Wie gesagt, ich werde es direkt am Anfang nicht buchen und mal gucken, wann ich drin übernachten werde. Ich habe auch noch nicht alle anderen Disney-Hotels durch. Ich muss auch noch im Newport Bay Club und im Disneyland Hotel übernachten. Deswegen erstmal vielleicht die anderen und dann irgendwann mal das neue Marvel Hotel. Aber ich muss sagen, ich bin wirklich sehr überwältigt, was die da auf die Beine gestellt haben. Aber man muss ja auch sagen, die hatten auch sehr, sehr lange Zeit dafür. Ja, schreibt mir auch gerne unten in die Kommentare, was ihr zu dem neuen Marvel-Hotel sagt, wie euch gefällt, der Style. Würdet ihr drinnen übernachten, wenn das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmen würde? Gut, Preis-Leistung im Disneyland ist immer anders als woanders, aber wenn das der Preis für eine Nacht human wäre, würdet ihr da drin übernachten? Ich schreibe es mir gerne unten in die Kommentare. Ansonsten kommen wir zur Buchung allgemein. Also es ist auch wie letztes Jahr wieder, wenn ihr eine Jahreskarte habt, die Tage werden ja noch hinten dran gepackt an eure Jahreskarte, die Tage, die der Park geschlossen war. Es ist aber noch nicht erfolgt, das kommt wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und dann müsst ihr über die altbekannte Online-Seite eure Tage wieder reservieren. Ich packe euch den Link auch gerne nochmal unten in die Infobox, dass ihr direkt darauf zugreifen könnt. Genau, also ihr müsst immer, wenn ihr eine Jahreskarte habt, vorher in dieser Online-Seite eure Tage reservieren, damit ihr auch rein dürft. Ansonsten könnt ihr natürlich eine Pauschale buchen mit Tickets und Hotel. Da sind dann eure Eintrittskarten natürlich reserviert und ihr müsst nicht über dieses Online-Portal vorher reservieren, dass ihr auch in den Park dürft. Selbes gilt natürlich auch für Online-Tickets, also die ihr direkt über Disneyland Paris kauft.
Die Online-Tickets sind halt da, es ist euer Platz im Park natürlich auch reserviert. Da müsst ihr nicht vorher wieder, wie wir Jahreskarteninhaber, auf dieser Online-Seite und vorher noch euren Tag blocken. Die Online-Tickets, die ihr euch vorher gekauft habt, jetzt keine Jahreskarte, können auch bis zu 3 Tage vorher storniert werden. Kostenfrei storniert werden auf der Disneyland-Seite, die packe ich euch unten auch noch in die Infobox. Falls ihr euch überlegt, ein Disney-Hotel zu buchen oder eins schon gebucht habt, könnt ihr dieses bis zu 7 Tage vor Anreise stornieren oder umbuchen und müsst da nichts extra bezahlen. Aber gibt auch wieder eine Seite, wo ihr euch informieren könnt, unten in der Infobox. Ansonsten, wie es mit Maske und anderen Sicherheitsmaßnahmen aussieht, noch ist es so wie letztes Jahr, das heißt, man muss den ganzen Tag die Maske tragen. Man braucht diese Online-Reservierung, dass man weiß, dass man in den Park kommt. Und es werden natürlich immer wieder Abstandsmarker, genau wie letztes Jahr. Die Abstandsmarker sind da, limitierte Kapazität und komplett den ganzen Tag über Maskenpflicht in Disneyland Paris. So war es letztes Jahr. Ob da jetzt noch dazu kommt, dass man einen negativen Test braucht oder eine vollständige Impfung, das ist jetzt noch nicht bekannt. Kann aber sich in den nächsten Wochen und Monaten ändern. Falls es der Fall ist, werdet ihr das natürlich in meinen Videos sehen und auch auf Instagram. Also wenn ihr mir da noch nicht folgt, schaut unten in der Infobox nach meinem Instagram-Link. So, das war mein ganz schnelles News-Update für euch hier an einem Montag. Schneller Pause aufgenommen, aber ich dachte, das kann für euch hilfreich sein, wenn ihr das auch mal als Video seht, plus die ganzen schönen Ausschnitte aus dem Disneyland Paris. Und wenn ihr noch Fragen habt zur Eröffnung, wenn ihr Fragen habt, wenn ich dort bin, die ich mir dann anschauen soll oder beantworten soll, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare, würde mich freuen. Und die beantworte ich euch dann, sobald es mir möglich ist, wenn ich im Park bin oder jetzt schon. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, bitte lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und dann sehen wir uns bald wieder.